Ja, kurz und bündig, mit einem 30 Hektaren Betrieb. Dazu noch Alp betreiben, wo wir das Jungfee sümmern. Mit von anderen Bauern, die wir das Jungfee annehmen. Dazu haben wir noch ca. 13 Milchkühe. Wir melken und 60 Schafe. Die Viehzucht und die Schafzucht ist bei uns gross geschrieben. Ja, als ich angefragt wurde, für die Expo Bühl zu richten, war das für mich sehr, sehr speziell, sehr emotional natürlich auch. Und realisiert, dass ich das machen darf, habe ich das erst einen Tag später, ist mir bewusst worden, was ich da für eine Aufgabe werde machen an Tag. Ja. Und ich habe mich extrem gefühlt. Das ist ganz klar. Ich habe nie erwartet, dass ich das jemals mache. Ja, wenn ich zurückdenke, ist sicher, eben, wenn man auf die schwierigsten und die schönsten Momente zurückblickt von der Expo, ist sicher für mich die erste Kategorie zu richten, ist gegen die schwierigste. Wenn das näher läuft, ist der Tag gelaufen. Und wenn man auf die schönsten Momente, ist natürlich, da ich selber sehr emotionaler Mensch bin, ist für mich auch die Champion-Wahl sicher abnormal schön gewesen. Ja. Sehr emotional, und werde ich nie vergessen. Wenn ich einem jungen Richter etwas mit auf den Weg geben kann, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe in Bühl, ist sicher das, dass man sich selber bleibt, dass man das richtet, was ihm gefällt und nicht denkt, ja, es könnte der andere Richter mich selber so. Ganz klar die Linie fahren, die man hat, wo sich einfach selber sein, wo sich bewusst sein, dass man Kritik entgegennehmen muss und das sicher einfach müssen können begründen, warum habe ich das so gemacht. Also, die Expo Bühl ist natürlich nicht nur als Richter super schön, ist auch als Aussteller auch. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Expo Bühl schon Jahre stattfindet, der Röstiger aber zutut.